Meine Damen und Herren, bitte stellen Sie jetzt den Fernseher auf maximale Lautstärke. Es folgt eine Ansprache aus 10 Zylindern und 4 Endrohren. Die Kriegsbemalung sagt alles. Diese Limousine sucht Streit. Und zwar mit Ferrari, Lamborghini und Porsche. Der Hartke H50 kleckert nicht, er klotzt. Kann das sein? Ein Dreier mit V10-Motor? Den gibt es doch gar nicht. Stimmt. Deshalb ist das auch kein BMW mehr, sondern ein Hartke. So steht's im Fahrzeugschein. Während der nächste M3 mit einem 8-Zylinder über die Autobahn jagt, steckt hier der 10-Zylinder aus dem M5 drin. Das sequentielle Getriebe stammt ebenfalls vom großen Bruder. Durch scharfe Nockenwellen und neuer Motorelektronik reiten 550 Pferde auf der Hinterachse. Das reicht für 320 km/h Spitze. Beim Beschleunigen bleibt beim Hartke kaum Zeit zum Atmen. Die Zügel sollte man aber nicht locker lassen. Selbst zwei 85er Hinterreifen sind mit ihrem Job überfordert. Ein Satz 20 Zöller ist schnell verbraucht. Dank Startautomatik schießt er in 14,2 Sekunden auf 200 km/h. Mit 520 Newtonmetern Drehmoment und dem bis zu 100% sperrenden Differential aus dem M5 geht der H50 herrlich quer um die Ecke. Nur das Fahrwerk könnte harmonischer sein. Gerade für schlechte Autobahnen fehlt der Feinschliff. Dafür ist der Sound der Wahnsinn. Für rund 168.000 Euro rollt demnächst der erste H50 zum Kunden. Wenn Sie ganz leise sind, können Sie ihn vielleicht da draußen schon hören.